Hallo meine Lieben, heute habe ich dieses hübsche und ganz einfache Nageldesign in einem Korallenton für euch. Alles, was ihr dazu braucht, sind Unterlack, einen korallfarbenen Nagellack, einen gold-kupferfarbenen Metallic-Lack, einen Nude-Ton, Überlack, einen schmalen Pinsel und solche Striping-Tapes. Ich verlinke euch die verwendeten Produkte wieder unten in der Infobox. Dann kann es auch schon losgehen. Ich lackiere mir zunächst alle meine Fingernägel mit Unterlack und anschließend in dem Korallton bis auf den Ring und den Mittelfinger, denn die lackiere ich in zwei Schichten von dem nudefarbenen Nagellack. Jetzt nehme ich die Striping Tapes und klebe mir auf den nudefarbenen Fingernägeln einen schmalen Streifen in der Mitte längs ab. Dann nehme ich den schmalen Pinsel und den Korallton und lackiere mir auf dem Ringfinger die Hälfte des Streifens in dem Korallton und anschließend die andere Hälfte in diesem goldenen Kupfer-Metallic-Ton. Anschließend ziehe ich die Striping-Tapes direkt ab, bevor die Farblacke trocknen können. Und auf dem Mittelfinger wiederhole ich das Ganze in umgekehrter Reihenfolge, also den Korallton unten und den Kupfer-Metallic-Lack oben. Zum Abschluss lackiere ich mir alle meine Fingernägel mit Überlack, damit das Nageldesign schön glänzt und länger hält. Und so sieht das fertige Nageldesign dann aus. Es ist super einfach nachzumachen und hat einen richtigen frischen Look. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gern ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner weiteren Videos verpasst. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.